Yoshimo. Pfeile. Gut. Was möchte ich? Geld. Und ja, die restlichen Pfeile plus 1 müsste ich dann liegen lassen, aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Schleppt ja keiner mehr Pfeile plus 1 so mit sich rum. So. Drücke ich das auch. Schleuderkugeln, Pfeile der Durchdringung, Verletzungspfeile, warum auch immer ich die noch nicht identifiziert hatte. Die kann ich nicht identifizieren, die auch nicht, die auch nicht. Achso, weil ich immer noch bei Minsk bin. Wurfpfeile. Okay, die kann ich nicht identifizieren. Das sind Kugeln. Okay. Ich muss dringend Ordnung machen. Ja, lauf du ruhig weg. Noch eine Gruppe Orks. So. Die Pflicht ruft. Ich verstehe. Ah, ich bin ja schon unten angekommen. So, ein Zirkon habe ich auf jeden Fall schon mal hier. Ja, so sei es denn. Ich entsinne mich. So leichtfüßig und so. So, dann sacken wir mal. Oh, magische Geschosse für Ari, das ist schon mal nicht schlecht. Ich erwarte, ich biete meine Dienste und mein Leben, wenn nötig. So. Charakter zu weit entfernt, ernsthaft. Die Sonnenuntergänge sind hier so viel schöner als in einer Stadt. Findet ihr nicht? Als ich aufwuchs und noch in Kerzenburg aufwachte, kletterte ich am Morgen immer auf die Befestigung, um zu sehen, wie die Sonne wie sich die Sonne aus dem Meer erhebt. Das ist wahr. Es gibt nicht so viele Gebäude, die einem die Sicht versperren. Es wird bald dunkel sein. Das Letzte, was mir fehlt, ist, in einem Hinterhalt zu geraten, während ich verklärt einen dummen Sonnenuntergang anstarre. Entschuldigt bitte, Ari, aber ihr seid wohl die hoffnungsloseste Romantikerin, die ich je getroffen habe. Alle stehen bleiben, Augen nach Westen und ein wenig Ruhe, bitte. Wir wollen den Sonnenuntergang würdigen. Nehmen wir mal das Erste. Unsere Kindheit war offensichtlich gar nicht so unterschiedlich, oder? Ja. So, Yoshimo, da hast du nochmal Pfeile und die restlichen sind einfach überschüssig. Ich will eigentlich keine Pfeile verschwenden. Na komm. Das da kann auf jeden Fall noch rein. Was braucht ihr? Ich bin ein Fachmann im Ausweichen. Ihr braucht meinen Rat. Hey, ja! Hey, die Touristen lieben das. So, haben wir schon solche blauen? Ja, haben wir. So. Was immer ihr wünscht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt von Ork angriffen verschont bleiben, dachte ich. Aber einen Ankeck, den töte ich gern. Ich warte. Wenn ihr es wollt. So, Ankeck-Panzer. Ja. Also noch ein Ankeck-Panzer. Ich glaube, Minsk schleppt schon einen mit sich rum. Ja. Dann können wir nämlich, sobald wir verkauft haben, mal im Hafenviertel gucken, ob er uns daraus auch eine Ankeck-Rüstung machen könnte. Beziehungsweise wir sollten gleich ins Hafenviertel gehen und mit ihm reden. So.
So, aber erstmal. Fragt nur, wenn es das ist, was ihr wollt. Wir sind wieder in Sicherheit, aber wie lange noch? Irgendwas ist hier unvollendet. Etwas Machtvolles laut in der Dunkelheit. Ich werde auch jetzt wohl unruhig schlafen, glaube ich. Achso, da steht, da habe ich ihn ganz übersehen. Ich werde tun, was ich kann, um euch zu helfen. Eure Ehre und mein Kind sind wiedergekehrt. Ich danke euch. Die Kreatur lebt zwar, ich werde des Nachts hellhörig bleiben, aber ich habe mein Kind zurück und mehr konnte ich nicht verlangen. Ja, sie jede Menge Abenteuerpunkte. Ihr seid die ganze Zeit ein heldenhafter Fremder gewesen. Ich danke und segne euch und biete euch sichere Unterkunft, falls ihr jemals wieder hierher kommen wollt. Danke sehr. Bevor ich gehe, dürfte ich euch noch eine Frage stellen. Gewiss, ich werde euch gerne jede Information geben, die ich habe. Könnt ihr mir etwas über einen Zauberer namens Sirenikus sagen? Der Name hört sich nicht vertraut an. Ist das einer der verhüllten Magier? Es tut mir leid, aber dabei kann ich euch nicht helfen. Ja, ich suche nach einer alten Freundin von mir, die verhüllten Magier als Geisel festhalten. Wisst ihr etwas über sie? Ich weiß nur sehr wenig über die verhüllten Magier, wie die meisten. Es ist eine sehr mächtige, geheimnisvolle Gruppe, die mit dem Einverständnis des Rats von Am operiert. Aber das ist für euch wahrscheinlich nichts Neues. Wenn ihr eure Freunde zurückhaben wollt, dann werden sie euch bestimmt nicht freudig überlassen. Ihr werdet was gegen sie unternehmen müssen. Ich kann euch nur raten, dass ihr eine der anderen mächtigen Organisationen im All aufsucht. Welche da die richtige ist, weiß ich nicht. Aber dieser Vorschlag ist alles, was ich euch anbieten kann. Es tut mir leid, wenn das etwas ist, was ihr bereits wisst. Dann werde ich jetzt gehen. Danke sehr. Dann wünsche ich euch alles Gute und immer sichere Reisen. So. Ja. Obwohl Vierkack am Leben blieb, war Gavin Winchbeer dankbar für die sichere Rückkehr seines Kindes. Der Drache dürfte vorerst zumindest genug von mir haben und wird hoffentlich auch Gavin in Ruhe lassen. Gavin hat mir seine Hütte als Unterkunft angeboten, falls ich jemals wieder in dieser Region zu tun haben sollte. Euer Wunsch. So, wir können jetzt erstmal ins Hafenviertel gehen. Keine große Herausforderung. Dann können wir ja mal in den strahlenden Orden gehen. Kann ich nicht einfach hier unten die Map verlassen? Ja, kann ich. Gucken, ob die uns was Neues zu sagen haben bezüglich dieser Sache. Und dann, ja, also erst in die Waugpromenade Zeug verkaufen. Nun gut. Der Dermin? Seid ihr das? Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Allerdings, es ist lange her. Was ist los, Dermin? Ihr hättet mich nicht einfach so vorbeigehen lassen, oder? Ich weiß, wir hatten nicht immer die gleichen Ansichten, aber ich versichere euch, dass der Respekt. Es hätte wohl gut sein können, dass ihr euch einfach hätte vorübergehen lassen, denn in unserem heutigen Treffen liegt keine Freude. Ja, hier erinnert ihr euch an die Lektion, die ich euch gelehrt habe. Aber sicher doch. Ihr wart ja derjenige, der mich bei der Haft dann eingeführt hat. Ja, ja, aber die Lektion. Worauf wollt ihr hinaus, Dermin? Ja, Hira, ich bin nicht hier, um unsere Freundschaft wieder aufleben zu lassen. Ja, Hira, man hat mich geschickt, um euch zu töten. Oder um dafür zu sorgen, dass ihr auf anderem Wege fallt. Ich kann euch versichern, dass mich diese traurige Pflicht nicht gerade erfreut. Ich verstehe. Und welche Macht ist zu der Ansicht gelangt, dass ich getötet werden soll? Ich diene der Natur und schütze das Gute im Land durch meine Tätigkeit als Hafnerin. Wen habe ich gezürnt? Wer? Ja, Hira, ihr reift mit einem Hafnermörder. Ich hatte mir versucht einzureden, dass sie an diesen Taten nicht beteiligt gewesen wird. Aber sie ist hier bei euch und sie ist noch immer am Leben. Ich habe meine Hände von der Schuld, die ich am Zwischenfall in der Hafnerfeste hatte, reingewaschen. Galvaway hatte Unrecht und er hat sein Schicksal selbst zu verantworten. Davon wissen wir nichts. Wir wissen nur, dass ihr und euer Freund für zahlreiche Tode verantwortlich waren. Das können wir nicht ignorieren. Er war im Unrecht, ich bin mir absolut sicher. Galloway wollte Talisa zu seinem eigenen Vorteil einkerkern lassen und ich habe mich auf die Seite der Gerechtigkeit geschlagen. Ich konnte nicht anders handeln. So wird das aber nicht von uns gesehen. Herr Hirai müsst Gerechtigkeit walten lassen. Das ist die einzige Möglichkeit, wie ihr für diese Taten Buße tun könnt. Die anderen werden nichts anderes akzeptieren. Das ist falsch, Dermin. Das ist nicht die richtige Lösung.
Ich kann kein anderes Ende für all das hier sehen, Yahira. Eure eigenen Brüder und Schwestern sind gestorben. Wie wollt ihr das wieder gut machen? Yahira tut, was ihr tun müsst. Ich habe euch bisher schon zu viel Schwierigkeiten bereitet. Lasst euch vor diesem Laden nicht einschüchtern, Yahira. Sie haben kein Recht, sich in alles einzumischen. Hütet euch davor, euch gegen mich zu wenden, Yahira. Ihr werdet sonst enden wie eure Brüder und Schwestern. Sie haben euch da in eine dumme Situation hineinmanövriert, Yahira. Ich vertraue aber darauf, dass ihr euch richtig entscheidet. Nehmen wir mal das Erste. Dermin, ich? Dermin, ich kann eurem Wunsch nicht Folge leisten. Ihr seid ebenso im Unrecht wie Galvaway. Ich hatte recht, als ich mich auf die Seite von Tarisa geschlagen habe, und es erreicht euch zum Nachteil, wenn ihr das nicht einsehen könnt. Überlegt euch wohl, wie ihr antwortet, Kind. Ihr seid der Gerechtigkeit verpflichtet. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist Rache für eine Lüge, eine falsche Behauptung, und offenbar hat kein Interesse daran, die Wahrheit herauszufinden, die sich dahinter verbirgt. Wenn das die vielgerühmte Gerechtigkeit der Hafner ist, dann werde ich... Was sagt ihr, Yahira? Wenn das die Gerechtigkeit ist, die ihr präsentiert, dann widerrufe ich. Ich widerrufe mein Leben als Hafnerin. Yahira, das könnt ihr nicht ernst meinen. Überlegt es euch doch einmal. Mir kommt es fast so vor, als ob ich hier die Einzige bin, die ganze Angelegenheit durchdacht hat. Ihr habt es nicht getan, Galvaway hat es nicht getan und die Hafner, die jetzt nach Blut dürsten, haben es ebenfalls nicht. Ich beklage viele ehemalige Gefährten, die das Zeichen der Hafner trugen, aber sie fielen im gerechten Kampf für Gleichgewicht und Wahrheit. Bei Galvaway war das nicht der Fall und das lässt mich seinen Verlust leichter verschmerzen. Ich bin nicht bereit, daran teilzuhaben. So sei es. Ich werde eure Worte an jene überbringen, die bereit sind zuzuhören. Erwarte nicht, dass euch diese Entscheidung ein friedliches Leben bescheren wird. Es wird auch keine fertige Lösung sein, aber der Weg ist klarer als derjenige, den ihr eingeschlagen habt. Lebt wohl, Dermin. Seid ihr euch sicher? Ich möchte keine Last für euch sein, Yahira. Und nachher von der Eide im Chaos ist euer Platz hier, Yahira. Nun gut, jetzt da wir diesen Müll hinter uns gebracht haben, können wir wieder wichtigeren Dingen widmen. Uns wieder wichtigeren Dingen widmen. Ja, Yahira ist nervig, aber sie ist schon seit fast Anfang des Abenteuers dabei. Deswegen sind wir mal so freundlich. Und nehmen das Erste. Macht euch keine Gedanken, das war die einzige Möglichkeit zu handeln. Selbst wenn ich nicht weiter darüber sprechen möchte. Diese Angelegenheit liegt hinter mir. Lasst uns weitermachen, wir haben noch viel vor. Yahira sagt sich von den Hafnern los. Wir sind auf einen weiteren Hafner getroffen. Dieser Dermin ist offensichtlich ein ehemaliger Lehrmeister Yahiras. Er hat Yahira darüber informiert, dass er ausgeschickt wurde, um sie als Bestrafung für die Todesfälle in der Hafnerfeste zu exekutieren. Er brachte es zwar nicht über, sich Yahira tatsächlich anzugreifen, aber sie war über die Ungerechtigkeit der Hafner so entrüstet, dass sie sich von ihnen lossagte. Ja. Gut. Jagd nach Valiga Kotala. Ja, ich muss immer noch überlegen, was ich als nächstes mache. Eigentlich würde ich am liebsten jetzt mal die Augenlosen in Angriff nehmen, also den Kult der Augenlosen. Jetzt möchte ich aber erstmal Valigas Haus, Prepex Haus. Nee, wo war der Schmied jetzt nochmal? Ich bin so glücklich, bei euch zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Der war hier unten, glaube ich. Dieses Haus hier war's. Dumm, die dumm. Oh! Schläger! Ach ja, und ich kann die KI mal wieder einschalten. Oh, und Eri ist müde. So, das waren Diebe, die uns am helllichten Tag überfallen wollten. Tja, sowas kann auch passieren. Dem bisher eingeschlagenen Weg von ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Da war eine leicht bekleidete.
Da ist ein Raufbold, da ging es in die Taverne. Wir wollen aber erstmal hier rein. Das war falsch. Hier war der gefangene Kangax. Da war es doch da oben. Das Gebäude hier. Na. Das ist halt das nicht ganz so tolle, wenn die nicht markiert sind. Oh, ich hab da aus Versehen.